So, ja, ich würde sagen, es geht weiter ohne das Gegacker im Hintergrund. Ich muss jetzt zweimal die Aufnahme neu starten, wegen dem blöden Huhn, was mir tierisch auf die Eier geht. Naja, gut, den letzten Satz streichen wir, der ist unwichtig eigentlich. habt ihr nicht gehört? Nein. Sowas habe ich, das habe ich nicht gesagt. Nein, 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 das habe ich nicht gesagt. So, danke. Ich hab da doch was gesehen. Nein, du hast gar nichts gesehen, Freund. Ich bin nicht da. So, gib mir das, gib mir das. Seltsam. Gute Nacht, Freund. Danke, dass ich wegen dir einmal daneben geschossen habe. So, in deiner Tasche müsstest du einen Stick haben. Wahrscheinlich. Eine Notiz. Ja, sag ich doch, ein Stick. Ein S-Stick. Ein Speicherstick. Wer hätte das gedacht? Sowas tragt ihr bösen Ganoven ja des Öfteren mit euch rum. So, ja. Komm los, lass mich in Kalinatec rein. So, vorsichtig. Hier müssen wir jetzt wieder. Codeblock. Stopp. Notiz. 975. 3-1. 9-7-5-3-1. Access granted. Wir sind drin. Zack. Licht aus. Los, komm her. Bam. Nachtvisier an. Los, komm her. Nein. Nein, auch nicht. Nein, 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 nein. Tür öffnen. So, Nachtvisier. Ach, nach Infrared. Hier liegt Glas. Ja, sehr schön. So muss das sein. So, was ich auch noch ganz toll finde hier in diesem Teil, dass diese Lüftungsschächte auch wirklich groß genug für Sam sind. Im dritten Teil, also in Chaos-Theorie, da ist dem nicht mehr so. Da sind die Lüftungsschächte echt, so klein, dass der wirklich nur noch kriechen kann. Und hier kann der noch durch, ja, Aus Glück, in das ist Hocke ein gehen. Glaube. Drei Codeschlüssel eingezogen. Und die Arche-Dateien? Zerstört. Jede einzelne davon. Sehr gut. Sorgt dafür. Natürlich. So, ja, hier wird alles zerstört. Wir müssen jetzt auch diese Bomben. Letzte Woche Kanonen, jetzt sind es Haftminen. Ja. Ich nehme halt, was man mir gibt. Du bist ja wie Mach sie besessen. wieder an! Ja, wir müssen uns. Ja, wir müssen jetzt aufpassen. Die Menschen dort. Ach, die Menschen, sage ich schon. Die Ganoven dort haben jetzt Haftminen angebracht. Das haben wir gesehen. Weil die Kalinatec vernichten wollen, zerstören wollen. Und deswegen locke ich mal einen hier hin. Na komm, mein Freund. Mach die Tür auf, dann kannst du das Licht anmachen und ich kann mich dich greifen. Das macht keinen Sinn. Ah. So. Ja, Sam. Genau, nimm ihn. Dann packst du ihn hier hin. Tür öffnen. Ich bin hier drin, mach das Licht wieder an. So, Taser. Ich nehme aber diesmal die Ringflächengeschosse. Obwohl, brauche ich sie? Nein, brauche ich nicht. Weil jetzt kommt der Nächste, der das Licht anmachen will. Alle wollen sie das verdammte Licht anmachen. Nur keiner traut sich wirklich. Seltsam. So, ja, du dachtest doch jetzt nicht wirklich, dass du mich finden wirst. So, Haftmine. Danke. Ganz langsam hinschleichen zur Haftmine. Du hast nichts für uns. Du bist einfach nur ein lebloser Körper. Gut, die Haftmine haben wir. Da müssen wir jetzt immer ganz vorsichtig sein. Sobald wir das Piepen hören, haben wir eine Haftmine.
Ist das eine? Ich hab da doch was gesehen. Du hast nichts gesehen, mein Freund. Du hast bist eingeschlafen. Einschlafen am Arbeitsplatz gefährdet den Job, weißt du das? Das wäre nicht gut für deine berufliche Zukunft. Das solltest du nicht machen. Auf jeden Fall, da ist noch eine Tasche. Die hole ich mir. Ich wollte die Tasche, nicht den Körper haben. Aber okay. So geht's auch. Nee, das war eine Mütze. Ich habe deine Mütze vom Kopf gehauen. So, runter hier. Ja, der Fahrstuhl fährt los. Cool, weil wir reingesprungen sind. Doppelcool. Cooler Fahrstuhl. So, Wir haben noch etwas aus Ivan herausgekitzelt. Auf der dritten Etage ist noch eine Gruppe von Programmierern am Leben. Sie sitzen hinter einem Wall aus Haftminen fest. Glaubst du, sie verfügen über Codeschlüssel? Wäre einen Versuch wert. Alter Schwede, was war das denn jetzt? Gab es hier ein automatisches Speichern? Ja, gab es. Okay. Wir haben noch etwas aus Ivan herausgekitzelt. Auf der dritten Etage ist noch eine Gruppe von Programmierern am Leben. Sie sitzen hinter einem Wall aus Haftminen fest. Glaubst du, sie verfügen über Codeschlüssel? Ich bin gerade verwirrt. Wir warum? Haben noch etwas aus Ivan herausgekitzelt. Auf der dritten Etage ist noch eine Gruppe von Programmierern am Leben. Sie sitzen hinter einem Wall aus Haftminen fest. Glaubst du, sie verfügen über Codeschlüssel? Wäre einen Versuch wert. Komm, mach das Licht doch wieder an. Ey, woher wissen die, dass ich da bin? Eindringlinge! Nein, die wissen nicht, dass ich da bin, sondern das ist, weil die Laptops zerstören und ich soll einfach nur aufpassen, wir nicht gesehen zu werden. Wir haben noch etwas aus Ivan herausgekitzelt. Auf der dritten Etage ist noch eine Gruppe von Programmierern am Leben. Sie sitzen hinter einem Wall aus Haftminen fest. Glaubst du, sie verfügen über Codeschlüssel? Wäre einen Versuch wert. Okay. So, wir bleiben jetzt mal hier in Sicherheit und gucken, nicht gesehen zu werden. Ja. Ja, okay. Okay. Bewegt sich da etwas? Nein, tut es nicht. Ich bin nicht da. Schnell in den Schatten zurück. Gute Nacht, mein Freund. Hier liegt ein Bewusstloser. Nein, tut es nicht. Auch für dich habe ich einen Taser, mein Freund. So, zwei waren hier, zwei sind ausgenockt. Tasche. Und ich würde sagen, wir machen hier einen Cut, Leute. Wir sehen uns dann gleich wieder bei Splinter Cell. Auf Wiedersehen.